bin Gabriel Angelos, Captain der Blood Ravens. Mein Orden ist am Ende. Im Sektor herrscht Krieg. Seine Welten belagert. Das Chaos breitet sich aus, verschlingt uns alle. Hier leisten wir den letzten Widerstand. Hier wird es Vergeltung geben. Hallo zusammen, willkommen zu meinem Let's Play von Dawn of War 2 Retribution. Ja, wie ich bereits im News-Video angekündigt habe, ist dies mein neues Projekt. Und wie man sehen kann, bin ich schon wieder im Auswahlbildschirm, nachdem ich euch das Intro gezeigt habe. Also, ein einziger Teilnehmer hat an der Umfrage teilgenommen und wollte die Tyranniden sehen, also werden wir auch die Tyranniden spielen. Dazu lese ich euch mal kurz die Beschreibung vor. Die Tyranniden sind eine zerstörerische Alienspezies, die in massiven Invasionen die Biomasse ganzer Welten ernten. Diese Splittergruppe der Schwarmflotte Leviathan wurde während der Tyranniden-Invasion des Subsektors Aurelia versprengt. Der monströse Schwarmlord will die Psy-Verbindung zur tyrannidischen Hauptflotte wiederherstellen und endlich den gesamten Subsektor überrennen. Klingt ja sehr freundlich, der Typ hier. Und ja, er wird hier als Schwarmlord bezeichnet, aber eigentlich ist er nur, sieht er fast aus wie ein normaler Schwarmtyrant, ein Hive-Tyrant. Das sind eigentlich so gesehen auch die mächtigste Form von Tyrannide. Aber für die Kampagne gibt es extra eine besondere Version, den Schwarmlord. Und ja, kurze Hintergrundinfo, weil das hier ja das zweite Addon eigentlich ist. Und wie hier schon gesagt wurde, es gab eine Tyranniden-Invasion im Subsektor Aurelia. Und zwar im Hauptspiel Dawn of War 2 spielt man als Space Marine und muss diese Tyranniden-Invasion zurückschlagen. Und im zweiten Addon Chaos Rising kommt dann halt das Chaos dazu und will auch ordentlich mitmischen. Deswegen haben wir auch hier 6 Rassen zur Wahl. Mit Retribution ist die imperiale Armee mit dazu gekommen. Aber gut. Wir nehmen die Tyranniden und wir legen los. Und ach ja, gerade weil ich es ja gesagt habe, die kurze Rückinformation, eigentlich storymäßig hängt Dawn of War 2 und Chaos Rising nicht besonders mit Retribution zusammen, weil zwischen Chaos Rising und Retribution 10 Jahre Sprung sind. Also viele Hintergrundinformationen von Dawn of War, Chaos Rising braucht man nicht unbedingt für Retribution. Aber für diejenigen von euch, die Dawn of War 1 die Kampagne gespielt haben, also vom Hauptspiel, und sie noch nicht durch haben, die sollten sich das Let's Play vielleicht nicht vollständig ansehen, weil sie vielleicht sonst gespoilert werden könnten für die Kampagne des ersten Teils, falls sie die noch durchspielen möchten. Okay, dann klicken wir jetzt mal auf Fortfahren und wählen den Schwierigkeitsgrad. Aus nehmen wir Normal. Kampagnennamen Bueno hier. Und dann geht's los mit Fortfahren ins Kampagnenintro. Vor 10 Jahren haben wir Blood Ravens den Dämonen Ulkair vernichtet und seine Pläne durchkreuzt, Aurelia in eine eiternde Höllenlandschaft zu verwandeln. Wir dachten, unser Sieg würde für den Sektor das Ende des Krieges bedeuten. Wir lagen falsch. Neue Überfälle von Dämonen plagten die Planeten Aurelia, Typhon, Calderis und Meridian. Als Antwort darauf wurde die imperiale Armee, der Hammer des Imperators, massenhaft in den Sektor entsandt, um ihn zu retten, um ihn zu verteidigen. Und doch nahmen die Übergriffe zu. Schon bald führte dies zu Aufständen und Wahnsinn unter den imperialen Soldaten. Jetzt ist der Sektor hilflos, ruiniert durch einen stetigen, endlosen, nicht nachlassenden Krieg. Wir sind Space Marines. Wir sind Blood Ravens. Wir würden handeln.
Doch wir sind zu sehr damit beschäftigt, mit uns selbst zu kämpfen. Asaria Kyras, unser Ordensmeister und Skriptomagister, hat die Helden von Aurelia zu Abtrünnigen erklärt. Jetzt werden wir von unseren Brüdern verfolgt. Brüder, die sich des Bündnisses zwischen dem Ordensmeister und Ulkair nicht bewusst sind. Ein korrupter Ordensmeister der Space Marines. Eine Miliz, die durch Unordnung und Aufruhr zerfallen ist. Dämonen, Abtrünnige. Ein Sektor, der nur den Krieg kennt. Dem Imperium reicht es. Es gibt eine Lösung für den Sektor. Eine Lösung, die mir nur allzu vertraut ist. Der Ordo Malleus trifft ein. Die heilige imperiale Inquisition. Ihre Schiffe tragen die Munition für den Exterminatus. Die Bereinigung aller Planeten des Sektors vom Leben. Xenos, Menschen. Korrupt oder unschuldig. Selbst jetzt rührt sich noch ein Feind, von dem wir lange dachten, er sei verschollen. Die Welten des Subsektors Aurelia tragen noch immer die Narben der Tyranniden-Invasion. Man dachte, die Schwarmflotte sei zerschlagen und die überlebenden Bestien wild und ohne Führung. Und so konnten sie in den dunklen Ecken unserer Welten ungestört lauern. Als die Tyranniden-Infektion wieder an Kraft gewann, rief das Schwarmbewusstsein nach seinen verlorenen Kindern. Ein Schwarmlord erwachte. Er wird den Ruf beantworten. Er wird den Weg frei machen und das Festmahl vorbereiten. Dramatisches Intro. Und ja, extra für die Tyranniden-Kampagne angepasst. Also das Intro ist größtenteils immer gleich, aber der Schluss ist immer ein bisschen anders, je nachdem welches Volk man auswählt. So. Während des Ladevorgangs und gerade am Anfang noch ein bisschen Hintergrundinformation zu den Tyranniden. Sie sehen ein bisschen aus wie Zerg aus StarCraft. Und ich denke mal, dass Blizzard sich die Tyranniden als Vorbild genommen hat damals, weil Tyranniden sind ein bisschen netter als Zerg. Vom Tabletop-Spiel, vom Games Workshop, um genau zu sein. Aber Tyranniden sind grundlos anders als Zerg. Zum einen schlüpfen Zerg ja aus Eiern, das machen Tyranniden nicht. Tyranniden werden einfach aus Biomasse geformt. Deswegen heißt es ja, die Tyranniden verschlingen alles Lebendige. Und das wird dann sozusagen verdaut und neu zusammengesetzt. Ein bisschen makaber, ja. Und Tyranniden sind im Allgemeinen Strohdumm, also der größte Teil der Tyranniden. Es gibt insgesamt 4 Gruppen von Tyranniden, kann man sagen. Und zwar kleine Tyranniden, so Schwarmtyranniden, die größtenteils Ganten genannt werden. Die kriegen wir gleich am Anfang sogar welche. Normale Tyranniden, sowas wie Krieger-Tyranniden und den Liktor und sowas gibt es da. Die werde ich euch auch nachher noch zeigen, wie ich sie dann ausbilden kann. Große Tyranniden wie den Cardifex. Ja, und alle drei Gruppen sind im eigentlichen Strohdumm. Die werden so gesehen vom Schwarmbewusstsein geführt und kontrolliert. Wenn das Schwarmbewusstsein keinen Zugriff mehr auf die hat, dann randalieren die wild rum und greifen eigentlich alles an, sogar die eigenen Verbündeten. Also das kann dann sein, dass ein Cardifex in einem ganzen Schwarm rumwütet und alles zerstört. Und dann gibt es noch die 4. Gruppe, die Synapsenkreaturen. Sowas wie der Schwarmlord oder der Schwarmtyrant. Die sind sozusagen die Verbindung des Schwarmbewusstseins zu den anderen Tyranniden. Also wenn der Schwarmlord eigentlich stirbt, dann randalieren alle anderen untereinander. Das könnte ziemlich böse ausgehen. Das war auch so der Sinn in Dawn of War 2 im Hauptspiel, immer die Synapsenkreaturen auszuschalten, dass die anderen Tyranniden aufeinander losgehen. Und ja, dann legen wir mal los in die erste Mission. Wird verbessert. Wir hätten diese Welt schon vor Jahren von diesen Dingern befreien sollen. Und jetzt schauen Sie sich diesen Mist an. Aber es liegt mir fern, unsere großen und weisen Anführer zu kritisieren. Das habe ich nicht gehört, Soldat. Sprechen Sie in der Nähe eines Kommissars, oder dann passiert was.
Ich war dabei, als die Blood Ravens die Schwarmflotte töteten. Wenn man auf der Hut ist, sind diese Tyranniden nicht gefährlicher als meridianische Schneideschnecken. Schauen Sie! Voraus! Was ist das? Genau, und so kontrolliert das uns das Schwarmbewusstsein, beziehungsweise die Tyranniden. Und wie man schon sieht, wir haben hier diese Ganten, einmal Thermaganten, und das müssen auch Thermaganten sein, das sind Fernkämpfer, und natürlich unseren Schwarmlord. Gut, dann legen wir mit denen mal los, wir sollen imperiale Soldaten in der Nähe töten. Das ist unser erster Befehl vom Schwarmbewusstsein, damit wir an Kraft gewinnen, beziehungsweise unser versprengter Schwarm. Und ja, man sieht schon, wir schießen mit giftigen Kugeln, während der Schwarmlord in den Nahkampf geht. Der Schwarmlord kann übrigens noch sogenannte Absorber rufen. Die kommen dann in so eine Spore runtergeschossen. Und sind ziemlich gute Nahkämpfer, gerade für dieses gegen die imperiale Armee ziemlich gut. Weil die eben die. Und ja, jetzt hat uns das Schwarmbewusstsein gesagt, wir sollen zu einer Bedrohung werden. Deswegen sollen wir jetzt die Gesundheit unseres Schwarmlords verbessern. Das machen wir auch einfach mal. Heldenverbesserung in Arbeit. Naja, nervige Stimme. Biomorph fertig. So. Beim Imperator. Schauen Sie, wie groß der ist. Schnell, erledigt. Ja genau, wir sollen sie vernichten. Bringen wir unsere Kammerganten ein bisschen näher ran, dass sie besser treffen können. Und töten einfach. So. Und wir sollen Bioplasma benutzen, um den Bunker zu säubern. Jetzt. Bumm. Ja, das war es ziemlich ungut, so eine Biobombe abzukriegen. Rufen wir nochmal Absorber, von denen können wir nämlich, glaube ich, mehrere haben. Ja, können wir. So bringen wir gerade am Anfang ein paar Truppen zusammen. Ach, jetzt haben wir nicht mehr genug für Bioplasma, dass wir die da oben angreifen können. Warten wir kurz, jetzt haben wir genug. Jetzt kriegen wir ein bisschen Biowaffe ab. So. Giftige Säure. Und alles ist tot. Jep, jetzt sagt uns das Schwarmbewusstsein, wir sollen das Tyranniden-Nest einnehmen. Und zwar können wir das Tyranniden-Nest normalerweise mit unserem Brutlord einnehmen oder mit unserem Ganten. Aber wir nehmen es mal mit ihm ein. Dann können wir neue Ganten produzieren dort. Und zwar nicht nur die Thermaganten, sondern auch die anderen, die Nahkampfganten. Ressourcenpunkt erobert. Und ja, den Trupp zersetzen wir einfach. Jetzt können wir nämlich hier
Hormaganten rufen. Das sind Nahkampfganten. Die sind etwas besser als unsere Absorberschwärme. Und genau, die entstehen einfach so aus Biomasse. Verdammte Nieten! Die Hormaganten rücken an und reißen dir das Gesicht ab. Und die Thermaganten sind hinten und schießen dich kaputt. Wir werden als Nieten bezeichnet. Süß. Genau so. Einfach mit den Hormaganten in einen Nahkampf verwickeln, dass sie dich zurückschießen können. Und mit den Thermaganten draufhauen. Und ja, da sagte gerade das Richtige, weil hier steht ein schwerer Waffentrupp, die können Sperrfeuer. Aber eben nur in diese Richtung, in die die Waffe ausgerichtet ist. Deswegen sind sie jetzt von hinten eigentlich völlig hilflos. Und im Nahkampf jetzt gefangen. Jetzt können sie nichts mehr machen. Wenn Truppen Fernkämpfer im Nahkampf gebunden sind, sind sie total wehrlos. Was für uns eigentlich immer praktisch ist. Hört ihr das Geklicke und die Glocke? Oi, Krabbler kommen! Krabbler kommen. Ja, und hier haben wir ein paar Orks. Hier ist nichts so weit. Dann stürmen wir einfach mal rein und machen mit. Sagen ganz nett Hallo. Für einen Absorberschwarm haben wir jetzt schon wieder genug. Dann lassen wir den aufgleichen da raus. So. Wie man sehen kann, die Space-Infanterietruppen der Imperialen Armee haben kaum eine Chance. Selbst die Orks werden total zerlegt. Nur das hier ist jetzt gerade nicht so gut. Was, wir haben den Hormaganten verloren. Naja, macht nicht so viel. So. Ork-Lager zerstört. Und wir kriegen einen Ausrüstungsgegenstand für unseren Schwarmlord. Hier die Ressourcen einsammeln, die braucht man auch als Tyrannide, wäre sonst unfair. Wenn man einfach die gesamte Schwarmflotte mobilisieren könnte. So, das sind ziemlich viele Anforderungspunkte, sehr gut. Damit können wir noch viele Ganten rufen in dieser Mission. Wo auch immer du... Ja, der Schwarmlord lässt sich nichts vorschreiben. Bäume sind kein Hindernis. Der Schwarmlord kann einfach überall durchgehen. So, die in den Nahkampf schicken. Wo sind meine Nahkampfganten? Was habt ihr eigentlich für eine Fähigkeit? Adrenalindüsen, oh. Nett. Damit sind sie schneller. Und im Nahkampf seine Chancen los. Den Bunker säubern wir wieder mit Bioplasma, wenn wir den durchkommen. Und jetzt die ganzen Ganten durchlassen. Einige, ja, aber ihr habt keine Chance gegen mein Bioplasma. Da. Und tot. Und hallo, neue Gegner. Einfach alles weghauen. Und gut. Und da haben wir schon wieder ein neues Nest, das wir einnehmen können.
Erobern Sie die vorgelagerte Basis, kein Problem. Die Absorberschwärme, die schicke ich jetzt mal weg. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Hier können wir nämlich wieder neue Giganten und gleich auch Kriege, soweit ich weiß, anfordern. Dann Ressourcenpunkt. Genau, jetzt können wir nämlich Kriegerbrut. Eindringlinge kommen. Abwehren. Verschlingen. Kriegerbrut sind eigentlich normalerweise, wenn man Gefecht spielt, haben sie eigentlich normalerweise keine Fernkampfwaffen. Verbesserung abgeschlossen. Aber hier in der Kampagne sind sie so eingestellt, dass sie Fernkampfwaffen haben, von vornherein. Was eigentlich recht praktisch ist, dadurch werden das die Hauptfernkämpfer eigentlich, die Krieger. Ja, hier können wir außen rumlaufen. So, die Nahkampf-Schilden. Hier kriegen wir noch ein paar Anforderungspunkte, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. So, jetzt auf die andere Seite. Und hier stoßen sie auch gleich durch. Kommt Krieger mehr nach da vorne. Und die da im Nahkampf zerfetzen. Oh, oh, oh. Warum dort nicht mehr zu viel Schaden? Jetzt ziehe ich sie mal zurück. Wenn der Schwarm dort nämlich Schaden nimmt, ist das nicht so gut. Das ist nämlich der Hauptnachteil bei den Tyranniden. Und eigentlich auch die Hauptbesonderheit. Alle anderen Völker hätten, haben bis zu 4 Helden. Wir als Tyranniden haben nur den einen. Ja, mal ganz mal zurückziehen. So, meine Humaganten, die gucken mal, dass sie die blöden schweren Waffentrupp wegkriegen. Sehr gut. Und wieder noch weg. Tschüss. Zwischensequenz. So. Oh, ein gegnerisches Fahrzeug. Das verwickeln wir doch gleich mal in einen Nahkampf. Das ist nämlich ein schwaches Sentinel. Der kann eigentlich so gut wie gar nichts. So. Jupp. Wir haben den gegnerischen Angriff abgewehrt, obwohl das nicht gerade Tyrannidenart ist. Aber ich glaube, das haben sie einfach so gemacht wegen den Kriegern. Dieses Gebäude kann besetzt werden, aber nicht von Tyranniden. So, Krieger nach vorn. Und einfach schießen. Und zwar gegen Infanterie und Fahrzeuge ist die Biozidkanone übrigens. Ah, Thermagant gestorben. Dafür sind die Oblets gestorben.
Da sind nochmal zwei Opens. Gegen die Ogrins sollten wir nicht unbedingt mit den Ganten in den Nahkampf gehen. Bei Ogrins sind die Elite-Nahkämpfer der imperialen Armee eigentlich. Aber die paar Ogrins machen gar nichts. So. Den Punkt einnehmen, dass wir die Thermaganten, die zwei, die wir verloren haben, Ressourcenpunkt wird verstärkt. Nachfüllen können. So. Dann geht's jetzt weiter. Im Namen Terras sind wir zu spät. Xeno Abschaum, komm zu mir! Ja, und da ist der Held der imperialen Armee. Feldmarschall Castro. Der nicht gerade besonders viele Lebenspunkte hat, merke ich gerade. Also ich hatte schon Helden, die stärker sind in der ersten Mission. So, aber er kann... Aua! Er kann definitiv böse Sachen. Ich habe euch unterschätzt. Jetzt nicht mehr. Ich werde die Blasphemie eurer Existenz hier und jetzt beenden! Kann ich Nachschub rufen? Ja, ich kann ein paar Umaganten rufen. Tyrannidenkrieger verloren. Umagantenorte neu entstanden. Ja, neue Homaganten. Einfach, wenn man stirbt, was Neues holen. Ich könnte eben so gut mal so einen Jonken holen. Ist aber nicht nötig. Weil unser Feind tot ist. Wieso muss es so enden? Diese Kreaturen sind keine normalen Tiere. Nein. Ich habe ein Jahrhundert lang Menschen befehligt. So viel erreicht. Nicht so. Tja, alles umsonst gewesen, Junge. Dafür, dass Castors Truppen waren die ersten, die durch diesen neuen Schwarm fielen. Aber nicht die letzten. Innerhalb von Stunden drangen Millionen von Tyranniden aus dem Dschungel. Innerhalb von Tagen wurde jeder Außenposten angegriffen. Instinktiv zog es den Schwarmlord an die Stelle, wo der Widerstand am stärksten war. Schon bald sollte Typhon fallen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und wir haben gewonnen. Was kriegen wir als Belohnung? Regeneration. Oh ja. Kriegt der Schwarm dort auch ein Level ab? Fast ein Level ab. Erneuerung und Pheromonspur bekommen. Fortsetzen. Noch die Missionsbelohnung kassieren. Symbiontentrupp. Erhöht die Nahkampf schon an ein Ziel. Ne, für die Nahkampf. Nö, machen wir erstmal den Symbiontentrupp besser, so. Entdeckt. Mir kommen. Weltreif. Jetzt nehmen. Weg bereiten. So. Zugang zum Planeten Typhon gewährt. Und jetzt sind wir auf der Kampagnenkarte. Aber was man hier alles machen kann, zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dann.